Lange war es ruhig um den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zumindest im Westen bekam man in medialer Hinsicht nichts zu sehen. Auch der persönliche Termin mit Bundeskanzler Karl Nehammer Anfang der Woche blieb im Verborgenen. Nun zeigt sich Putin wieder und er ist nicht alleine. Mit seinem weißrussischen Verbündeten Präsident Alexander Lukaschenko besucht Putin das Kosmodrom Vostochny in der Region Amur. Ein passender Ort, um wieder ins Licht zu treten. Die Raumfahrt diente seit jeher als Leistungsshow zwischen Ost und West. Ein Rennen, das Russland 1961 mit dem ersten Mann im All für sich entschied. Eine Tatsache, die die USA erst 1969 mit der Mondlandung übertrumpft. Ein Wettstreit der Großmächte, welcher Höchstleistungen der beiden Länder hervorbringt. Seit der Annexion der Krim verhängt der Westen Sanktionen gegen Russland. Diese nutzte Putin angeblich, um auch diesseits des Himmels neue Gestade anzuufern. Когда в 2014 году ввели первые санкции. Als 2014 die ersten Sanktionen verhängt wurden, haben einige unserer Branchen einen Schritt nach vorne gemacht. Nehmen wir die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft wurde zu einer Hightech-Industrie. Unsere Exporte von Agrarprodukten übertrafen sogar die Waffenverkäufe. Und zwar deutlich um 10 Milliarden Dollar. Ja, beim gegenwärtigen Stand der Wissenschaft und Technologie in der Welt ist natürlich alles miteinander verbunden. Wir werden nicht isoliert sein. Es ist generell unmöglich, jemanden in der modernen Welt zu isolieren. Und ein so großes Land wie Russland ist einfach unmöglich. Das klingt Anfang April von Seiten des Bundeskanzlers noch ganz anders. Und die Sanktionen der Europäischen Union in ihrer Wucht und Wirkung haben schon jetzt die Russische Föderation schwer getroffen, haben schon jetzt für Erstaunen bei Präsident Putin gesorgt, weil er niemals damit gerechnet hätte, dass die EU-27 geeint, geschlossen und bereit, auch eigene Verluste in Kauf nehmend, was die wirtschaftlichen Themen betrifft, dazustehen und das zu tun. Putin sehe in den Sanktionen keine Reaktion auf den Krieg in der Ukraine, sondern einen Machterhalt des Westens. Jemand versucht, die Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, auch auf dem Gebiet der Wirtschaft. Das wird unmöglich sein. Wir brauchen uns nur die Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft in den letzten Jahrzehnten anzusehen. Das Volumen des Wirtschaftswachstums gemessen an der Kaufkraftparität. Wo sind die Spitzenreiter? Wie hoch ist das Tempo? Dann wird uns alles klar. Deshalb ist es besser, wenn diejenigen, die unsinnige Beschränkungen auferlegen, rechtzeitig zur Vernunft kommen und ruhige, richtige und ausgewogene Entscheidungen treffen, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Richtige und ausgewogene Entscheidungen, so wie sie Russland versteht, dürften dem Westen angesichts der neuesten Entwicklungen in der Ukraine schwerfallen. Am Dienstag richtet der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky einmal mehr eine alarmierende Videobotschaft an die Welt. Heute haben die Besatzer eine neue Erklärung veröffentlicht, die von ihren Vorbereitungen für eine neue Phase des Terrors gegen die Ukraine und unsere Verteidiger zeugt. Eines der Sprachrohre der Besatzer erklärte, dass sie chemische Waffen gegen die Verteidiger von Mariupol einsetzen könnten. Wir nehmen dies so ernst wie möglich. Ich möchte die führenden Politiker der Welt daran erinnern, dass der mögliche Einsatz von Chemiewaffen durch das russische Militär bereits diskutiert wurde. Und schon damals hieß es, dass auf die russische Aggression viel härter und schneller reagiert werden müsse. Pentagon-Pressesprecher John F. Kirby kann einen baldigen Chemieangriff nicht bestätigen, will aber die Möglichkeit eines solchen auch nicht dementieren. Wir hatten berechtigten Grund zur Sorge, dass dies eine Taktik sein könnte, die sie bei der Verfolgung dieses Krieges anwenden könnten, nämlich zu versuchen, einen potenziellen ernsthafteren chemischen Angriff mit Aufruhrbekämpfungsmitteln zu verdecken. Noch verwendet man den Konjunktiv, wenn es um Chemieangriffe geht, und hofft, dass es dabei bleibt.